Ich bin Daniel Zilz, ich bin Medienpädagoge und komme aus dem fernen Rheinland-Pfalz, bin dort angestellt bei der Tochterfirma der Landesmedienanstalt, Medien und Bildung kommen und arbeite als Medienpädagoge mit ganz vielen Zielgruppen und versuche Medien und Menschen so ein bisschen zusammenzubringen. Also praktische Medienarbeit braucht man vor allem deswegen, weil man halt dadurch seine Medienbildung stärkt und weiterhin erwirbt und weil man heutzutage ohne das Umgehen mit Medien einfach nicht mehr aufdecken kann, was Medien halt so alles anstellen können mit einem. Und mit Games geht das super, weil viele Sachen, die in Games vorkommen, die wirkliche Welt betreffen und quasi aus der wirklichen Welt stammen und weil es einfach ein Jugendmedium ist und weil Kinder und Jugendliche gerne spielen und man sie damit auch nochmal gut motiviert bekommt, sich vielleicht ein bisschen über den Tellerrand hinaus damit zu beschäftigen.